So, jetzt muss es aber abgehen. Oh, krasse Crits, 2000 fast. Und da ist er auch weg. Da ist er auch weg. Kein Problem. Alles durchgetankt hier. Und was habe ich da? Ah, das ist der Schlüssel, den ich für die Quest brauche. Okay. Schade, dass er sonst nicht mehr... Hey! Schade, dass er sonst nicht mehr dabei hat. Wäre cool gewesen. Aber das, jetzt haben wir auf jeden Fall mal den ersten Teil der Quest erledigt. Und ich glaube, auch hier geht bestimmt eine Posttour. Bleib hier! So, komm her! Das ist ein schöner Sturmangriffsersatz. Hier der Wolf. Kaputter Zünder. Wir haben noch einen. Ja! Wir hatten noch einen Kolben. Gucken wir mal. Oh, da geht's hinten weiter. Da ist noch eine Truhe. Super. Diesmal auch nichts Legendary-mäßiges dabei. Schade, aber man kann ja eben nicht immer Glück haben. Und es wird nicht mal auf der Karte angezeigt hier. Weiß gar nicht, ob das bei den anderen auch der Fall war. Da ist noch eine Truhe. Und vielleicht sogar irgendwo noch eine Boss-Truhe. Komm her. Komm. Von wegen blocken. Ich gebe euch alle auf den Sack hier. Komm her. Wow. Schnell weg. Schnell weg. Ja. Nein. Da hat er mir nochmal eine drauf gegeben auf den Latz. Und ja, einmal gestorben jetzt, ist okay. Und es war nur nicht mal beim Bosskampf. Ich lasse mich jetzt natürlich wieder in der Stadt beleben und portalisiere mich dahin. Bub. Da bin ich fast genauso schnell. Da bin ich ja sogar so schnell. Oh, und krass. Schon wieder fast die Hälfte gepackt vom Level. Oh, ich bin mal, der geht später bestimmt richtig genial ab. Und ich werde mal schauen, vielleicht, dass ich ihn doch ein bisschen mehr auf defensiv auslege. Dass ich ganz einfach nicht so viel Tränke brauche und trotzdem krass viel Schaden mache. Vielleicht finde ich auch in irgendeinem Forum, da habe ich es noch gar nicht geguckt, irgendein Ultra-Spec und eine Ultra-Stat-Verteilung. Aber eigentlich will ich gar nicht so viel drüber lesen. Will ich eigentlich gar nicht. So, weiter geht's. Oh! Nicht jetzt wieder failen hier. Oh, und die elendische, langsame Schlaggeschwindigkeit. Ob geht schon Enrage. Jetzt geht's ab. Uah, uah. So. Ja, der ist Geschichte. Zumindest mal der Hardcore-Gegner. Ey, die machen krassen Schaden. Aber ich glaube, wenn man nicht wirklich viel auf die Resistenzen setzt, dann macht doch alles ziemlich viel Schaden. Ich weiß auch gar nicht, wie viel die Resistenzen den Schaden verringern. Eispanzer hier und da gibt es noch irgendwas. Arkanwerte hier, genau. Elementarschaden-Boni. Elementarpanzer. Ah, oh, Schadensabzug, da steht's doch, 25% hier überall. Das ist schon mal passabel. Ich glaube, wenn man da auf hohe Werte kommt, dann kann man doch einiges an Schaden wegstecken. Ich hab's noch nicht probiert und keine Ahnung. Ich habe meinen Vaganten auch voll offensiv irgendwie ausgelegt. Mit dem kann man ja sowieso 20 mal besser kiten halt. So, wieder raus da. Und dann brauchen wir das nächste Stück von dem Schlüssel. Und ich bin gespannt, wo wir es finden. Ob es weit ist oder ob nicht. Und wann das nächste Legendary Part da kommt. Wann wir das nächste Item kriegen. So, und das ist jetzt sogar für mich schon grün. Welches Level habe ich denn? 18, okay. Ja, das bekommen wir auch mit dem Stern markiert, die nächste Quest. Ist ja ziemlich oben, das heißt, da müssen wir weit, weit laufen. Wahrscheinlich sind die da draußen jetzt der reinste Pillepalle. Trash. Für unseren Imba-Berserker. So. So.
Wo geht's rum? Da unten. Und da ist noch, da vorne ist noch die Kiste, wofür wir aber auch noch keinen Schlüssel haben. Wie gesagt, da versteckt sich der Schlüssel, der droppt hier irgendwo in der freien Welt. Und die Welt ist ziemlich groß, wenn du die wirklich jede Map komplett erkundest, dann ist es krass scheiß viel zu tun. Oh, da muss ich auch ziemlich viel Schaden einstecken. Da oben ist ein Elite-Monster. Ein Elite-Mob. Dann hauen wir den mal um. Ich hoffe, dass die Heiltränke jetzt, dass ich den auch wieder so durchtanken kann. Ja, kein Problem. Großer Mana-Trank. Und die Heiltränke gehen auch jetzt wieder zur Neige. Aber, noch eine Quest. Super. Yadok. Aber wir töten erstmal die hier außenrum. Oh, Berserker, ich liebe Berserker. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Berserker lieb? Ja, doch, quatschen wir mal mit dir. Ihr kommt gerade zur rechten Zeit. Ich glaube, ich habe in den Schlupfwinkel des Alchemisten gefunden. Hier in der Eistiefenhöhle. Direkt hinter dem Eingang habe ich eine Notiz entdeckt. Darin ist davon die Rede, die Mine bei Torchlight zu betreten und Ordraks Herz zu holen. Ich wollte tiefer in den Höhlen nach weiteren Aufzeichnungen schauen, aber mit den Kreaturen dort werde ich nicht fertig. Die restlichen Notizen des Alchemisten werden wahrscheinlich sehr hilfreich bei der Suche nach einem Weg, ihn aufzuhalten. Dieses Schriftstück trägt die Nummer 4. Es dürfte also 3 weitere in den eisentiefen Höhlen geben. Okay, gucken wir mal, was wir bekommen. Auf jeden Fall geniale Schuhe. Ein Schwert, das nicht so ganz so toll ist. Und eine Marke für unseren Wauzi. Machen wir aber trotzdem. Begeben wir uns mal in die Höhle rein. Quests sind immer cool. Vor allen Dingen mit meinem Vaganten ist mir jetzt aufgefallen, da kriegt man auch richtig geniale Set-Items dafür für die Quests. Wobei manche ziemlich versteckt halt sind. Erstmal die Truhe hier. Eine Falle. Ja, eine Falle. Mein Gepäck ist Och nee, nicht schon wieder. Oh, wir entdecken mal hier die Handschuhe, die sind aber scheiße. Oh, das sieht doch cool aus. Spalthufweste. Auch wenn sie leveltechnisch unter meinem ist. Ja, werden wir sie doch wahrscheinlich anziehen. Das hier weg, das hier weg, das hier weg. Die Schädelkappe muss auch weg. Weg, weg, weg. Weg, weg. Ja, den Stecken kann man auch wegtun. Weg. So. Und tschü. Euer Begleiter ist fortgegangen. Ja, ich würde sagen, dann ziehen wir doch einfach mal das Teil hier an. Und da können wir noch 2 Sockel reinhauen. Das heißt, am besten würde ich mal sagen, gegen... Was haben wir denn da? Giftschaden. Giftpanzer. Okay, das lasse ich jetzt einfach mal außen vor. Lasse ich das außen vor. Ne, ich hau die Giftdinger da rein. Dann habe ich einfach mehr Giftresistenz. Klingt nicht nur logisch, ist es auch. So, und dann gehen wir weiter. Auch ohne Hund, auch ohne Pet. So, komm. Ja. Abartig krass. Wenn er Enrage geht, ist er echt... Macht er seinen Namen alle Ehre. Wow, ey, der wirft mich ja gerade, wo er will, hin. Und jetzt bekomme ich ein paar Probleme vielleicht mit den vielen Fledermäusen. Ah, Quatsch. Probleme. Puh. Ja, wo geht's denn hier rum? Wo muss ich denn hier lang? What the fuck? Ah, ja, klaro. Hier über die Brücke. Gibt's da noch was? Nee. Hälfte vom Level ist geschafft. Das heißt, bald geht's noch viel mehr ab. Oh! Und manchmal hänge ich einfach fest hier. Das ist doof beschissen. Okay, Enrage. Gerade wieder zum richtigen Zeitpunkt. Komm, komm. Jetzt habe ich keine Tränke mehr. Keine von den großen zumindest. Von den kleinen habe ich noch mehr als genug. Boah, und ich brauche einfach mehr Crit und mehr Angriffsgeschwindigkeit. Das geht mir auf den Sack ein bisschen. Mehr Crit, mehr Angriffsgeschwindigkeit und so ein Gedöns.
Also das ist ein bisschen nervig momentan. Zumindest mit den zwei Einhandwaffen, die ich da gerade spiele. Okay, von den kleinen habe ich auch nicht mehr so viel Heiltränke. Wegpunkt, Portalrolle. Ja, nehmen wir mit. So, komm her. Boah, gestorben. Ich habe eben noch gedacht, soll ich mir hier so ein Wegpunktportal-Ding hinfriemeln? Ja, und kaum den Gedanken fertig gedacht, sterbe ich. Okay, dann mache ich das vielleicht jetzt doch noch ein bisschen anders. Werde ich... Oh, da kommen sie schon. Ja, Mist. Da Zombies mal noch eben. Die helfen mir ein bisschen. Komm. Ja, dann wechsle ich einfach mal. Ich muss noch mal in mein Inventar zurück. Waffenset Nummer 2. Ah, shit. Nee. Was ist das? Stufe 31, Stufe 27. Ich muss gerade mal die zwei Schilde vergleichen. Okay, ich nehme jetzt für mein erstes Waffenset, nehme ich einfach mal das hier. Ich kämpfe jetzt einfach mal wieder ein bisschen mit Schild. In der Hoffnung, dass ich nicht so ganz so leicht umkipp. Ja, geblockt. Also sieht schon mal gut aus. Und trotzdem gute Crits. Also 1000 ist schon respektabel. Ach, stopp. Bevor ich jetzt dann weitermache, erinnere mich mal dran, dass ich nur so ein Wegpunktportal da aufmache. Und ich glaube, im Enrage geht es trotzdem mehr als gut ab. Auch mit einer Waffe. Ich mache jetzt hier mal so eine Ding auf. Auf der 0? Ja, auf der 0. Okay, da kann ich mich immer wieder dahin porten. So. Und ich weiß gar nicht, mit Stärke, glaube ich, erhöhe ich auch die Blockchance. Oh, jetzt kriege ich wieder auf den Sack. Komm her. Ja, mit dem Skill, also das ist wirklich der Überburst. Das ist der krasse Überburst. Da noch ein bisschen Kohle. Was? Ah, da, das nehmen wir auch mit. Ich muss meinen Hund aber nochmal wegschicken gleich, weil ich keine Heilringe mehr habe. Euer Begleiter ist verwundet. Oh, tausender Crit. Geh mir mal... Nee, kauf mir die billigen Heiltränke da. Das geht mir krass in die Kohle rein. Krass in die Kohle rein. Ja. Das mitnehmen, das mitnehmen, das mitnehmen. Und tschüss. Euer Begleiter ist Fällt mir eine Schuhe noch, die ich anziehen kann, könnte. Alles Schuhe, die ich vorhin entdeckt habe. Oder war das die Brust? Ne, das war die Brust. Dann marschieren wir weiter. So. Komm her. Du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Und du auch nicht. Ja. Was mir noch so ein bisschen auffällt, dass unser zweiter Angriff ja ziemlich viel Mana kostet. Auch wenn er abgeht wie Sau. Aber er kostet halt viel Mana. Oh Mist, da muss ich mich mal ein bisschen hier heilen. Und das Blocken ist trotzdem ziemlich wenig, muss ich sagen. Wenn ich jetzt defensiver spiele, ist es trotzdem ziemlich wenig. Heiltrank habe ich gar keinen mehr. Das heißt, ich mache ein bisschen mal locker. So, komm. Genial. Noch 40 Sekunden, dann ist mein Pet wieder da. Mit den Heiltränken. Oh! Kommt her, dass ich euch mal hier... Oh, die knüppeln rein. Da verpisse ich mich, glaube ich, lieber erstmal. Wolfschatten habe ich hier noch. Ne, habe ich gar nicht. Das habe ich ja gar nicht mitgeskillt.
14 Sekunden noch. Was haben wir noch so schönes? Seltene Handschuhe. Und das hier. 10% Blockchance. Euer Begleiter ist zurück. Super. Und mit dem habe ich auch 10% Blockchance. Also wirklich nicht so super toll. Gibt mir aber immerhin 36 Körperpanzer. Von daher. Muss ich einfach mehr critten. Komm. Ja, da fällt er auch um. Da waren aber, glaube ich, noch mehr. Oh, super geblockt. Oh. Mit mir nicht. Und natürlich wäre es cool, immer noch, wenn ich mit zwei Waffen hier die Crit-Serie da raushau, anstatt nur mit der einen. Es ist dann wie ein Heiltrank. Oh, nee. Bin verwundet. Ihr seid statt. Wenn ich jetzt noch so ein Legendary-Schild hätte oder irgendwas anderes krass Legendary-mäßiges. Gucken wir mal kurz in der Bank. Nee, aber ist nichts da. Da hätte ich noch eine Hose im Angebot, da brauche ich aber mehr Vitalität. Von daher, machen wir weiter. Machen wir weiter. Oh, hoch müssen wir. Und wenn ich es weiterhin so oft sterbe, werde ich noch mal ein paar Farmruns da einlegen müssen. Ich mag gucken, vielleicht hast du ja gesehen, dass ich einen Livestream on habe. Da wirst du vielleicht sogar sehen, dass ich ab und zu mal ein bisschen Torchlight zocke, gerade wenn so Farmruns anstehen oder überhaupt mit meinem anderen Char. Muss mal gucken. Ah, der nervt, der Begleiter. Ey, der ist völlig sinnfrei momentan, außer für Krams zu verkaufen. Zumindest, wenn man nicht mit dem Buffu da eben bufft. Komm her! Dich kriegen wir auf jede Fälle tot. Oh, das sind aber auch verdammt viele. Scheiß die Wand an. Aber das ist auch passabler Flächenschaden mit dem Wolf da. Aber nur passabel eben. Mit einer 2-Hand-Waffe wäre es natürlich alles ein bisschen krasser. Wegpunkt, da eine Hose, da ein bisschen was. Und dann weiter. Komm, ich knüppel dich. So. Oh, Kisten. En masse. Was haben wir da? Das sieht irgendwie... Ist es hier zu ruhig? Oh, kommt her hier. Fledermäuse! Ah! Oh! Jee! Da unten geht's ja weiter. Ich sehe schon auf der Minimap den Weg Richtung Eishuf. Und das wird auch der Boss sein da bestimmt. Zack. Aber vorher gehen wir mal kurz noch hier rum. Ich will ganz einfach schauen, ob da nicht noch irgendein Ultra-Elite-Gegner auf uns wartet. Vielleicht haben wir Glück und können noch ein bisschen was abstauben vorher. Oh, schnell raus da. Void-Zonen sind immer schlecht. Ja, natürlich, irgendwas glänzt doch da riesig fett. Da hauen wir mal den Schau da rein. Und komm her. Boah, wieder so ein beschissener Slow. Oh, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Komm. Yay, yay. Ah, der war ein Two-Hit. Zumindest so ähnlich. Und jetzt haben wir... Ich habe einfach gelootet. Ich habe gar nicht geguckt, was es war. Oh, hier mal noch ein bisschen rumbrüllen. Mein Begleiter. Boah, schnell weg da.
Ey, jetzt geht's richtig ab hier. Schnell raus. Mal kurz Gesundheit raggen. Oh, also Mana-Tränke sind auch wichtig. Merke ich schon. Wenn wir den Skill da dauerhaft benutzen, dann sind Mana-Tränke auch recht passabel wichtig. So, ja, jetzt haben wir uns eigentlich durch die fast kommen. Ich hatte ein Level-Up sogar, gell? Ja, da muss ich noch alles verteilen. Ja, 2 Hits, dann ist er weg. Ich verteile mal eben schnell. Attributspunkte, hatte ich gesagt, Geschick. Und das ist auch gut für gegnerischen Angriffen auszuweichen. Ja, und das wähle ich auch. Gerade wenn ich später wieder ein bisschen umsteige. Wow! Yay! Hätte ich mal besser noch ein Talent ausgesucht, bevor ich hier so weitermache. Aber ist nicht schlimm. Ich keize einfach und mach mal so ein bisschen da Piu-Piu-Schaden. Da haben wir noch einen Mana-Trank her. Und so richtig schwer sind die Wölfe ja zumindest mal nicht. Ja, mitten in der Suppe stehen bleiben, auch eine super Idee. Oh, mein Begleiter rennt schon wieder von A nach B, bloß nirgendwo richtig hin. Ja, und ein paar Hits. Das ist krass, krasser Schaden. Und ich habe ein Schild an. Krass, krasser Schaden. Also wenn man die Cooldowns richtig genial benutzt, geht's ab ohne Ende. Und ich hoffe, dass dieser Shout mal noch eine größere Reichweite kriegt, weil das ist das Einzige, was mich so ein bisschen nervt daran. Die miserable Reichweite, da muss ich wirklich absolut in Range sein. Oh, kommt her. Komme ich da nicht hoch? Oh, da oben ist eine Truhe, da muss ich hoch. Da geht es bestimmt hier rum. Und dann außen rum und dann hoch und da. Ah. Ja, ja, bestimmt geht's hier rum. Und da prasseln wieder alle Effekte vom Schwein. Ah. Komm her. Also die Höhle ist auch riesig. Nicht nur draußen ist alles riesig, sondern wenn man alles erkunden will, ist auch das hier riesengroß. So, mal noch einen Shout reinhauen. Yay. Komm. Ich benutze es eigentlich viel zu wenig in so Standardsituationen. Falle. In so Standardsituation muss ich mich mal ein bisschen überwinden, das öfters zu benutzen. Den meine zweite Attacke da, der Wolf, der Goldene, den da. Ne, den da. So. Oh. Und da bellt ein Hund im Hintergrund. Das ist mal ausnahmsweise nicht mein Pet, das ist mein Hund. Ich hoffe, bei mir wird es nicht eingebrochen zu Hause. Und deswegen mache ich jetzt auch einfach mal eine kurze Pause. Und wir sehen uns im nächsten Part. Dir viel Spaß bis dahin. Und wir sehen und hören uns. Ich bin raus. Tschüss.